Hallo, herzlich willkommen auch heute wieder, sage ich zu unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern da draußen, alle am Bildschirm, zu diesem ganz besonderen 8. März, heute auch eben noch zu unserem Weltfrauentag und heute Abend unserem dritten Frauenfinanzforum mit unserer Gastgeberin Claudia Müller. Herzlich willkommen. Auch heute haben wir wieder, wie ich finde, ein sehr spannendes und auch wichtiges Thema auf der Agenda und die Anmeldungen hierzu geben uns recht. Heute widmet sich Claudia ganz dem Thema und der Verbindung von Geld und Liebe und hat sicherlich auch wieder sehr einige sehr interessante und wertvolle Erkenntnisse für uns eingepackt. Ich wünsche euch einen sehr interessanten und uns allen auch einen sehr fragenreichen Abend und übergebe jetzt an Claudia. Vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Weltfrauentag ist ja eine großartige Gelegenheit, ein wunderbarer Anlass, sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen und natürlich auch in der Beziehung. Ich war schon sehr fleißig heute zum Thema Gleichstellung von Frauen und freue mich jetzt hier heute, den krönenden Abschluss beim Thema Geld und Liebe zu haben. Ich teile jetzt mal meine Präsentation mit euch. So, ihr müsstet jetzt meine Präsentation sehen. Geld und Liebe. Liebe Männer, ihr seid herzlich willkommen und es geht ganz viel auch um euch heute. Ganz kurz über mich, wer mich noch nicht kennt, schön, dass du das erste Mal dabei bist. Ich bin Claudia, ich bin die Gründerin des Female Finance Forums. Das Female Finance Forum ist ein Unternehmen, das vor allem Frauen den Umgang mit Geld und Geldanlage beibringt. Das heißt, es geht nicht um den Verkauf irgendwelcher Finanzprodukte, sondern wirklich um die Erklärung, um die Bildung, die dahinter steht und die notwendig ist und die so häufig fehlt. Und bevor ich das gemacht habe, war ich bei der Deutschen Bundesbank tätig für das Thema nachhaltige Geldanlage und bin jetzt seit über 3 Jahren, 3,5 Jahre ungefähr schon selbstständig. Und jetzt eben heute freue ich mich. Ach so, es gibt, also wir sind ja hier in einer Veranstaltungsreihe. Heute ist schon der dritte Termin. Und zwei kommen noch. Nächste Woche Montag geht es um das Thema Altersvorsorge und Geldanlage. Und am 22.03. dann in 2 Wochen genau um das Thema Absicherung als Selbstständige. Zwei wahnsinnig wichtige und wahnsinnig spannende Themen, die ihr alle über den Kalender der Triodos Bank einsehen könnt und ich kann den Chat hier gerade jetzt nicht mehr sehen. Vielleicht können wir da den Link einmal bekommen. Genau. Heute geht es um das Thema Finanzen in der Beziehung und auch Geldanlage für Kinder. Ich werde versuchen, mich da insgesamt, also nicht die ganze Zeit auszufüllen, auch wenn ich stundenlang über diese Themen reden könnte, damit wir wirklich dann noch genug Zeit haben für die Fragen. Denn auf die freue ich mich ganz besonders. Nutzt gerne den Chat. Schreibt uns auch vielleicht einfach mal, wo ihr herkommt zum Beispiel. Das interessiert uns echt total. Und mal gucken, dass ich den auch sehen kann. Das ist nämlich immer super spannend zu schauen, wo wohnt ihr denn eigentlich? Jetzt kommen wir zum Thema Finanzen in der Beziehung. Erstmal kurz die Frage, warum müssen wir uns eigentlich in unserer Beziehung um die Finanzen kümmern? Das ist doch irgendwie ein unromantisches Thema. Finde ich ja überhaupt nicht, aber wird häufig so gesehen. Es ist einfach ein sehr häufiges Streitthema. Und zwar nicht nur in Scheidungsverfahren. Da sagen über die Hälfte aller Paare, dass Finanzen eine relevante Rolle für sie gespielt haben, sondern auch schon vorher. Im Beziehungsalltag ist Finanzen immer, immer wieder ein Streitthema. Und zwar, wenn wir uns anschauen, über welche Themen wir uns streiten, dann sind es die Kleinigkeiten. Das ist halt nicht das Thema, die hat irgendwie 100.000 Euro verzockt oder 10.000, sondern da ist das Thema, die gibt zu viel aus. Für halt im Alltag. Wir haben keinen Überblick über unsere Finanzen. Das ist ein ungutes Gefühl. Oder eben auch die Vorschrift, wofür Geld ausgegeben werden soll. Das heißt, da sind unterschiedliche Vorstellungen. Das sind alles eigentlich Kleinigkeiten, die aber so wie Sand im Getriebe sehr, sehr hörend sein können, weil sie alltäglich auftreten. Das ist so wie die Zahnpastatube. Wenn die nicht geschlossen ist oder eben doch geschlossen, je nachdem, was man lieber bevorzugt, das sind die Sachen, die uns über die Jahre stören.
Und das sind Kleinigkeiten. Deswegen müssen wir darüber reden. Außerdem ist es so, dass die Beziehung den größten Einfluss auf unsere Karriere und damit auf unsere finanzielle Entwicklung hat. Sheryl Sandberg, die Autorin von dem Buch Lean In und die immer noch, glaube ich, ziemlich weit oben bei Facebook, hat gesagt, die Wahl deines Partners oder deiner Partnerin ist die wichtigste Karriereentscheidung, die du als Frau treffen kannst. Und das sehen wir hier. Ich habe es, glaube ich, in dem ersten Vortrag gesagt, der Unterschied ist eigentlich nicht so sehr Frauen anders als Männer, sondern der eigentliche Unterschied ist Mütter anders als alle anderen. Denn die Familiengründung ist das, was wir jetzt sehen. Vor der Familiengründung arbeiten alle Geschlechter ungefähr 80%, also arbeiten in Vollzeit, und die anderen 23% arbeiten aus irgendwelchen Gründen in Teilzeit, weil es keinen Vollzeitjob gab, weil sie das gerne möchten, gesundheitliche Gründe und so weiter. Und dann kommt die Familiengründung und dann entwickelt sich das so. Die Frauen übernehmen die Mutterrolle, die Männer übernehmen die Ernährerrolle. Das heißt, bei dem ganzen Thema geht es ja um die Frage Entscheidungsfreiheit. Und auch die Männer sind hier fremdbestimmt. Die haben ganz klare gesellschaftliche Erwartungen. Wir Frauen sind diejenigen, die finanziell benachteiligt werden, weil wir diesen Sprung nach unten machen. Die Männer sind diejenigen, die emotional vielleicht würden die sich ja auch gerne mehr um ihre Kinder kümmern. Wird aber nicht so gut angesehen. Und vielleicht stresst die das total, dass sie so viel Verantwortung übernehmen müssen. Auch eigentlich erstmal irrelevant. Das heißt, da auch wirklich, da kommt eine Folie auch später noch, aber schon mal jetzt. Das ist etwas, wenn wir nicht aktiv darüber reden, dann ist das vorprogrammiert. Und es kann genau richtig sein für dich und deine Beziehung, aber vielleicht halt auch nicht. Und einfach mal hinterfragen, wie wollen wir das denn eigentlich für uns? Mit welcher Art der Rollenverteilung fühlen wir uns gut? Es kann effizient sein, dass nicht beide immer alles machen. Es kann aber auch genau richtig sein, dass ihr euch alles zu gleichen Teilen teilt. Das müsst ihr eben besprechen. Und die Auswirkungen davon sind zum einen die sogenannte Motherhood Penalty. Ich mag den Begriff nicht, weil ich finde, Mutter sein als Strafe zu bezeichnen, das fühlt sich für mich irgendwie nicht so ganz richtig an. Aber es sind die finanziellen Einbußen, die eine Mutter hat, ab Geburt des Kindes bis zu ihrem eigenen Tod, also Gehalt und Renteneinbußen durch das Kind im Vergleich zum Vater. Also nicht im Vergleich zu irgendwie Männern, die keine Kinder haben, sondern im Vergleich oder zu Menschen, die keine Kinder haben, sondern wirklich Mütter gegenüber Vätern, Gehaltseinbußen durch das Kind. Zahlen in Österreich sind 435.000 Euro. Das sind die offiziellen Zahlen von der Arbeiterkammer. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat das auch mal aufgerechnet und hat gesagt, in Deutschland sind es ungefähr 500.000 Euro, also eine sehr ähnliche Zahl. Für Akademikerinnen 750.000. Und für 500.000 Euro könnte man selbst hier in Frankfurt eine Eigentumswohnung kaufen. Und es geht nicht darum, dass wir dem Mann oder der besser verdienenden Partnerin das Geld wegnehmen müssen, sondern es geht darum, wie wir das eben besprechen können, damit für den Fall, dass diesem Paar irgendwas passiert, nicht die Frau die einzig finanziell leidtragend ist. Denn diese Zahlen sind der Hauptgrund für diese Zahlen, die kennt ihr schon, wenn ihr schon mal dabei wart. Das verfügbare Einkommen im Rentenalter liegt bei Männern bei 2.200 Euro und bei Frauen bei 1.200 Euro. Das, was vermeintlich sicher ist, sind 880 Euro für uns Frauen monatlich, gesetzliche und betriebliche Rente. Und was wir hier sehen, ist eben die Summe aus der geschlechterspezifischen Lohnlücke, die ja häufig, also wir Frauen haben das niedrigere Gehalt, was häufig dazu führt, dass es irgendwie wirtschaftlich vermeintlich sinnvoll ist, dass wir diejenigen sind, die in Teilzeit erwerbstätig sind, die länger Elternzeit nehmen und so weiter. Dann die Sparlücke und die Investitionslücke, was sich auch summiert zur geschlechterspezifischen Rentenlücke. Das ganze Thema Investieren kommt nächste Woche. Das Thema Sparen hatten wir tendenziell letzte Woche, also schau dir da
unbedingt auch die Aufzeichnung an. Da ging es um Struktur im Alltag. Und damit wir eben diese dumme Rentenlücke endlich ad acta legen können. Wir feiern den Weltfrauentag jährlich seit 1921. 100 Jahre hat sich noch nicht so viel getan. Es hat sich schon viel getan, aber noch nicht genug. Was sind denn eigentlich Themen, die du mit deiner Partnerin oder deinem Partner besprechen solltest? Das sind viele. Und das fängt im Alltag an, unabhängig davon, ob verheiratet oder nicht. Einfach nur eigentlich schon relativ am Anfang einer Beziehung. Weil das auch eine wichtige Grundlage dafür ist, ob ihr langfristig funktioniert. Wenn ihr da unterschiedliche Präferenzen habt, dann ist das etwas, woran ihr eben vielleicht arbeiten könnt. Erstens, Ausgabeverhalten und Struktur im Alltag. Das ist genau dieses Thema Streit wegen überflüssiger Ausgaben im Alltag, wegen Kontrolle und so weiter, Überblick verloren. Das könnt ihr relativ leicht beheben, indem ihr über das Thema redet. Das heißt, das erste ist, welche Prioritäten habt ihr eigentlich im Alltag? Häufig, die meisten von uns müssen uns irgendwie entscheiden zwischen dem Luxusrestaurant, dem Luxusurlaub, dem Luxusauto oder der Luxuswohnung oder den Designerklamotten. Ja, wir hätten vielleicht gerne alles oder vielleicht auch nicht, aber häufig können wir nicht alles gleichzeitig haben. Und dann ist es eben wichtig zu wissen, okay, worauf, was ist uns wichtig? Ja, wollen wir eher viel Geld für die Wohnung ausgeben, dann haben wir weniger verfügbares Einkommen für andere Dinge. Oder sagen wir, nee, wir wollen die ganze Zeit sowieso irgendwie auf Reisen sein, Wochenendreisen machen, wenn Corona vorbei ist. Dann sparen wir uns das Geld für die Miete und haben eben mehr Einkommen für andere Dinge. Darüber müsst ihr reden. Zum Drei-Konten-Modell für die Struktur im Alltag komme ich gleich in zwei Folien, glaube ich. Dann die Frage, das ist also das Hier und Jetzt. Welche Prioritäten habt ihr im Hier und Jetzt? Zweite Frage ist, welche Pläne habt ihr? Also wo wollt ihr eigentlich hin? Da könnt ihr euch sehr gut orientieren an der kurz-, mittel- und langfristigen Investieren-Geldanlage, was wir nächste Woche besprechen werden. Aber darüber müsst ihr eben auch reden. Würdet ihr gerne in 2 Jahren eine Weltreise machen? Okay, dann solltet ihr jetzt nicht alles Geld an der Börse investieren, denn wir wissen nicht, wann der nächste Börsencrash kommt. Ist es euer Traum, eine Immobilie, ein Eigenheim zu besitzen? Auch dann müsst ihr euch finanziell anders aufstellen, als wenn ihr sagt, nö, ich lebe gerne zur Miete, dann bin ich flexibler, habe nicht diese Verantwortung und dann könnt ihr eben das mit dem Geld andere Dinge machen. Aber das heißt wirklich eure Pläne. Und da empfehle ich, also das jetzt schon mal vorab, kurzfristig heißt die nächsten 5 Jahre, weil wir in der Zeit mit dem Geld nichts anderes machen können, als es einfach auf dem Konto liegen lassen. Mittelfristig heißt ab 5 bis in 10 Jahren. Da haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber ehrlich gesagt momentan auch noch relativ wenig. Und langfristig ist dann über 10 Jahre, wo man dann eben deutlich mehr Möglichkeiten hat, das Geld anzulegen. Das sind also so die Zeiträume, in denen ihr planen könnt. Und dann auch total spannend und häufig eher ignoriert, die Frage, welche Hintergründe habt ihr denn eigentlich? Welche Geldgeschichten? Wo kommt ihr her? Aus welchem Elternhaus? Aus welchem Umfeld generell? Wie war auch zum einen natürlich die finanzielle Lage der Eltern, aber auch das Geldverhalten eurer Eltern, das euch mit Sicherheit geprägt hat. Also kennt ihr es irgendwie von zu Hause, dass da immer am Monatsende dann es irgendwie hektisch wurde oder dass Rechnungen erstmal beiseite gelegt worden sind, bevor sie bezahlt worden sind oder so. Solche Themen verinnerlichen wir ganz häufig. Unbewusst, aber sie sind dabei. Auch das Thema Erbe. Wenn einer viel erbt und der andere wenig, kann das emotional schwierig sein. Redet darüber. Wie geht ihr damit um? Wollt ihr dieses Erbe überhaupt, weil da vielleicht irgendwelche anderen emotionalen Vorbelastungen dranstehen? Also wirklich, ich nenne das Money Mindset, ist ganz, ganz wichtig und ja, wird häufig nicht so, wird gar nicht so sehr darüber nachgedacht. Dann das zweite Thema ist, wenn ihr Kinder habt.
auch schon im Haushalt, aber vor allem, also vor allem wird das Thema groß, wenn Kinder da sind. Denn dann müsst ihr darüber reden, wer arbeitet denn in Teilzeit? Oder überhaupt jemand, vielleicht auch nicht, aber eben wie regelt ihr das? Wer übernimmt da die Verantwortung für Kind? Wer übernimmt die Verantwortung für die andere Seite? Oder eben beides. Das Thema Kita-Kosten. Es wird gerne gesagt, die Kita-Kosten seien so hoch, die fressen dann mein Gehalt auf. Das ist mit Verlaub eine Milchmädchenrechnung. Denn was an dem Gehalt mit dranhängt, also selbst wenn das so ist, dann hängt an dem Gehalt zum einen auch deine Rente mit dran. Jeder Euro, den du mehr Einkommen hast, solange es ein sozialversicherungspflichtiger Job ist, zahlt auch in deine Rente ein. Und zum anderen Punkte, die nächsten beiden Punkte, die da jetzt kommen, die Wahrnehmung deines Arbeitgebers und dein Humankapital. Wahrnehmung des Arbeitgebers ist einfach die Frage, inwiefern weiß der, dass er sich auf dich verlassen kann als Mitarbeiterin. Ich hatte das im ersten Vortrag sehr deutlich gesagt, wie sehr Mütter abgestraft werden, karrieretechnisch, dafür, dass sie Mütter sind. Weil dann eben gesagt wird, ah ja, komm, die Mütter, die sind krank, wenn das Kind krank ist, die müssen pünktlich Feierabend machen, kurzfristige Anfragen gehen nicht mehr, alle diese Themen. Und wenn der beim ersten Kind sieht, dass du es durchziehst, dann traut er dir das auch zu, beim zweiten Kind, beziehungsweise generell, dann gibt er dir auch, ist er auch eher bereit, dir weiter Verantwortung zu übergeben. Und eben das Thema Humankapital. Unsere Welt verändert sich sehr schnell. Das heißt, es ist total wichtig, dass du auch am aktuellen Wissensstand bleibst. Und das ist sowohl eine Frage dessen, wie der Arbeitgeber dich wahrnimmt, aber auch deines eigenen Selbstbewusstseins. Wenn du 5 Jahre lang aus einem IT-Job raus warst, dann hast du vielleicht einfach die neuesten Entwicklungen nicht mitbekommen. Egal in welchem Job. So, es gibt ein neues Betriebssystem auf dem Computer oder neue Videokonferenzsoftware. Und du musst dich in alles neu einarbeiten. Das kostet immer mehr Überwindung. Und es ist leichter, wenn du eben nur ein halbes Jahr draußen warst oder ein Jahr und nicht 3 Jahre oder 5 Jahre. Wenn du das möchtest, ist es völlig in Ordnung. Ich möchte nur, dass du dir diese Aspekte bewusst bist, eben bevor du die Entscheidung triffst. Und ich finde nicht, dass man alles dem Arbeitgeber recht machen sollte, überhaupt nicht. Und es ist ehrlich gesagt auch ein Vorteil, den wir haben in Zeiten von Fachkräftemangel, wo wir vielleicht irgendwann dahin kommen, dass wir mehr bestimmen können, wie wir arbeiten wollen. Homeoffice ist jetzt irgendwie, Corona hat die Digitalisierung vorangetrieben. Aber es ist eben einfach ein wichtiger Aspekt für unsere Finanzen. Wenn du dich entscheidest, dass du länger aus dem Beruf rausgehen möchtest, gibt es finanzielle Aspekte, die gleich kommen, die du mit deiner Partnerin oder deinem Partner besprechen solltest. Und bei diesen Themen, gerade auch was das Thema Verantwortung für Kinder betrifft, lohnt es sich, das möglichst spezifisch zu besprechen, weil es erstaunlich häufig so ist, dass Männer keine ganz klare Vorstellung davon haben, wenn sie sagen, ja, ich übernehme auch Verantwortung. No offense gegen alle Männer, die hier in der Runde sind und die das ganz wunderbar wussten. Aber es ist doch häufig so, dass wir Frauen eben eher so sozialisiert sind, dass wir einfach wissen, dass Kinder wahnsinnig viel Arbeit machen. Ja, wir sind halt häufiger als Babysitter schon mal aktiv gewesen. Oder haben irgendwie kleine Neffen und Nichten, an denen wir was gesehen haben oder so. Also haben wir natürlich nicht häufiger als Männer, aber anders. Wir sehen eben die Rolle der Mutter. Und das sind die Vorbilder, die wir dann haben. Und da lohnt es, also ist es doch häufig so, dass irgendwie Mütter und Frauen ein unterschiedliches Verständnis davon haben, wenn es heißt, Verantwortung übernehmen und sich um die Kinder kümmern. Und da lohnt es sich eben, das vorher möglichst konkret zu besprechen. Dann das Thema Steuerklassen. Als verheiratetes Paar, gilt nur für verheiratete Paare, nicht für, oder eben, also gab ja vorher auch noch die Lebenspartnerschaft. Inzwischen
Also alle neu geschlossenen Partnerschaften sind Ehen. Dann habt ihr die Möglichkeit, also seid ihr sozusagen, sobald ihr verheiratet seid, Steuerklassen 4 und 4. Und dann könnt ihr überlegen, ob ihr in Steuerklassen 3 und 5 geht oder in Steuerklassen 4 und 4 bleibt. Da ganz kurz zusammengefasst, bei Steuerklasse 3 und 5 ist es so, die lohnt sich besonders, wenn das Gefälle zwischen den beiden Einkommen relativ groß ist. Denn dann kann das niedrigere Gehalt die größere Steuerlast tragen und das höhere Gehalt hat die kleinere Steuerlast, sodass eben prozentual die Gesamtsteuerlast kleiner ist, als wenn beide dieselbe Last tragen würden. Aber zwei Sachen. Zum einen, es ist keine Steuerersparnis, sondern es ist nur eine Verschiebung des Zeitpunktes, wann ihr die Steuern zahlt. Ob ihr sie sozusagen erstmal nicht zahlt und dann gegeben, also dadurch habt ihr im Hier und Jetzt mehr Geld, lauft aber Gefahr, dass ihr eine Steuernachzahlung habt, habt aber eben im Hier und Jetzt mehr Geld zur Verfügung, einfach im Alltag. Oder ob ihr mehr Steuern zahlt, die dann aber am Ende des Jahres mit der Steuererklärung zurückbekommt. Und was, es kann natürlich sehr attraktiv sein und gerade wenn das Gehalt vielleicht nicht so dicke ist, weil ja einer in Elternzeit ist oder so oder in Teilzeit, dann lohnen sich gefühlt diese Steuerklasse 3 und 5, weil wir eben im Alltag mehr Geld zur Verfügung haben. Problem daran ist, für Sozialleistungen wie Elterngeld oder Krankengeld oder Arbeitslosengeld zählt unser Nettogehalt. Das heißt, wenn du vorher in der schlechteren Steuerklasse warst, den höheren Steuersatz zahlst, dann hast du ein niedrigeres Netto und davon wird dann eben prozentual dein Arbeitslosengeld berechnet. Und ich habe es gesehen, dass da eine Frau sozusagen, also ein Paar hat sich getrennt und sie war im Betrieb ihres Mannes tätig, hat dann sowohl ihre ganze Ehe war kaputt und auch noch ihr Job, weil sie nicht weiter für ihren Mann arbeiten wollte. Das heißt, sie war arbeitslos mit dem schlechten Arbeitslosengeld und dem ganzen zusätzlichen Chaos. Man kann jederzeit die Steuerklasse wechseln und das übrigens auch auf Antrag des einzelnen Partners oder Partnerin. Es müssen nicht beide unterschreiben, muss man nur eben wissen. Und irgendwas wollte ich dazu jetzt gerade noch sagen, das habe ich jetzt. Vielleicht fällt es mir gerade noch ein. Nettogehalt, Steuerklassen 3544. Ja, muss man eben wissen. Genau, der psychologische Aspekt dabei nämlich. Wenn wir in der schlechteren Steuerklasse sind, heißt das, dass von unserem Bruttogehalt netto weniger bei uns ankommt. Und wir Menschen sind tendenziell so gestrickt, dass wir nur das wirklich wahrnehmen, was auf unserem Konto ankommt. Nicht so genau das, was irgendwo oben auf dem Gehaltszettel steht. Ja, also wäre eine interessante Frage, wer von euch weiß, was bei dir auf dem Konto ankommt oder was dein Arbeitgeber irgendwo so abgibt für dich. Und da hängt doch auch eine gewisse Wertschätzung mit dran. Und auch, selbst wenn nicht von deiner Partnerin oder deinem Partner, häufig von uns selber. Das Gefühl, ich trage kaum bei zum Familieneinkommen oder so. Und jetzt würde es mich mal interessieren, Umfrage, wer von euch ist verheiratet oder in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft oder nicht? Denn das, also da habt ihr die Umfrage in der, im Umfragetool, nicht im Chat, sondern in dem Umfragetool. Das, genau, füllt das gerne mal aus, ob verheiratet oder nicht. Ungefähr Hälfte, Hälfte. Super. Denn es gibt deutliche Unterschiede. Insbesondere also sowohl bei den Steuerklassen als auch bei der rechtlichen Absicherung. Wenn ihr verheiratet seid, seid ihr automatisch, sofern ihr keinen Ehevertrag habt, eine Zugewinngemeinschaft. Das heißt,
Guck gerade noch auf die Zahlen der Abstimmungen. Ja, ist tatsächlich ziemlich Hälfte, Hälfte. Ihr seid eine Zugewinngemeinschaft. Das heißt, alles das, was an Vermögen und auch an Rentenpunkten und so weiter während der Ehezeit hinzugekommen ist, das wird zum Zeitpunkt der Scheidung zu gleichen Teilen aufgeteilt. Das klingt an sich fair. Problem an der Sache ist, die durchschnittliche Ehe in Deutschland hält 14 Jahre lang. Das heißt, ihr heiratet mit 30 und mit Mitte 40 seid ihr geschieden, sind also 15, 14 Jahre. Ab dann habt ihr aber noch 20 bis 25 Jahre Erwerbstätigkeit, die jeder von euch für sich alleine zuständig ist, auf sich selber gestellt ist. Es gibt eine Unterhaltspflicht für die Partnerin oder den Partner, bis das jüngste Kind 3 Jahre alt ist. Danach nicht mehr. Und das sind Themen, die ihr in einem Ehevertrag festhalten könnt. Für den Ehevertrag müsst ihr nicht verheiratet sein. Ihr könnt auch einfach einen Vertrag zwischen zwei Menschen abschließen. Der muss aber, damit er rechtswirksam ist, von einem Notar unterschrieben und auch am besten bei dem verwahrt werden. Oder ich glaube, in einem Banksafe geht auch, aber das muss also notariell beglaubigt sein. Und da könnt ihr zum Beispiel festhalten, ob ihr einen Versorgungsausgleich zahlt, dafür, dass eben die Mutter im Standardfall die großen Karriereeinbußen und Finanzeinbußen hatte. Gebt ihr also eurer Partnerin oder eurem Partner, zahlt ihr dafür einen Versorgungsausgleich. Gebt ihr Wohnrecht. Nehmen wir mal an, ihr habt eine Immobilie zusammen gekauft und trennt euch, darf dann die Person, bei der die Kinder bleiben, in der gemeinsamen Immobilie wohnen bleiben und die andere zieht aus. Wenn einer von euch selbstständig ist oder ein Unternehmen hat, lohnt sich ein Ehevertrag, um das auszuschließen. Denn ihr wollt weder eure Ex-Partnerin oder euren Ex-Partner im Aufsichtsrat des Unternehmens sitzen haben und auch generell sowohl im Positiven als auch im Negativen die Finanzaspekte davon lohnen sich auf jeden Fall festzuhalten, wie die Verantwortlichkeiten da sind. Gibt es ein Erbe? Das mit der Zugewinngemeinschaft hat zum Beispiel auch zur Folge, nehmen wir an, ich hätte vor 10 Jahren ein Haus in Frankfurt geerbt und ich war damals schon verheiratet und jetzt lasse ich mich scheiden. Alles davon ist fiktiv. Und nehmen wir an, dieses Haus hätte vor 10 Jahren, wäre das 500.000 Euro wert gewesen, dann wäre das heute mindestens 1 Million Euro wert. Das Haus selber gehört mir, denn Erbe ist von der Zugewinngemeinschaft ausgeschlossen. Was allerdings nicht ausgeschlossen ist, ist der Wertzuwachs, der Zugewinn, der in der Zeit hinzugekommen ist. Und das sind eben von 500.000 zu 1 Million 500.000 Euro, die hinzugekommen sind. Das heißt, wenn ich mich jetzt scheiden lasse, dann muss ich meinem Ex-Mann die Hälfte dieses Zugewinns, also 250.000 Euro, ausbezahlen. Und entweder ich habe so viel Geld in irgendwelchen anderen Finanzbeständen rumliegen, oder ich muss eben doch mein Elternhaus verkaufen, um meinen Ex-Mann auszubezahlen. Das heißt, auch da lohnt es sich zumindest darüber nachzudenken, wie ihr damit umgehen wollt. Und falls ihr ein internationales Paar seid, dann lohnt es sich auch zu schauen, nach welcher Rechtsprechung sind wir eigentlich verheiratet. Normalerweise das Land, in dem ihr geheiratet habt oder in dem ihr hauptsächlich lebt. Aber das müsst ihr eben schauen. Es gibt auch immer wieder Länder, die das ausschließen und anders handhaben. Wie gesagt, das lohnt sich, auch wenn ihr nicht verheiratet seid. Oder das könnt ihr machen, auch wenn ihr nicht verheiratet seid. Und ich persönlich finde ja, Ehevertrag wird gerne so negativ betrachtet. Aber das kann man auch andersrum sehen und sagen, hey, ich möchte gerne mit dir über diese Themen reden, denn du bist mir so wichtig, jetzt wo alles noch rosarot zwischen uns ist, dass selbst wenn mit uns als Beziehung irgendwas passiert und irgendwie das schief läuft, dann möchte ich, dass es dir gut geht. Und das möchte ich gerne schriftlich festhalten. Und dann wird nämlich plötzlich der Ehevertrag zur ultimativen Liebeserklärung und wir können das ganze Thema eben ganz anders betrachten. Risikolebensversicherung. Falls ihr Kinder habt, dann lohnt sich das tendenziell.
nicht die klassische kapitalbildende Lebensversicherung. Die ist tendenziell momentan nicht gewinnbringend, zu hohe Kosten bei zu niedriger Rendite. Aber eine Risikolebensversicherung für den Fall, dass also einem von euch was passiert, damit der andere mit den Kindern abgesichert ist. Ein Testament. Insbesondere, wenn ihr nicht verheiratet seid. Denn nicht verheiratete Partnerinnen sind vor dem Gesetz Fremde füreinander. Und das heißt zum einen, dass ihr nichts erbt. Eure Kinder sind dann Erben, also das kann durchaus in eurem Sinn sein, aber eben eure Partnerin, euer Partner nicht. Und da ein Hinweis, selbst, also ihr könnt euch dann als Erbe einsetzen, müsst trotzdem die Pflichtteile an Kinder und auch Eltern, falls es die noch gibt, und Geschwister abgeben. Und vor allem habt ihr viel höhere steuerliche Abgaben. Und zwar tatsächlich, also Ehepartner können 500.000 Euro steuerfrei voneinander erben, alle 10 Jahre, also auch als Schenkung bekommen. Nicht verheiratet, also Fremde vor dem Gesetz können 20.000 Euro voneinander erben. Und das ist erstaunlich schnell, wenn man irgendwie ein Auto hat, einen Aktienfonds und 3 Bilder an der Wand oder so. Und danach zahlt er dann den Höchstsatz an Schenkungssteuer. Das muss man einfach wissen. Patientenverfügung auch unbedingt, insbesondere wenn ihr nicht verheiratet seid, aber auch generell Vorsorgevollmacht. Und gegebenenfalls auch wieder, falls ihr nicht verheiratet seid, Vaterschaft anerkennen oder die Kinder adoptieren. Und auch insbesondere Vaterschaft anerkennen. Ich glaube, Kinder adoptieren geht, glaube ich, erst, wenn das Kind auf der Welt ist. Aber Vaterschaft anerkennen auch schon vor der Geburt. Denn, also wenn ihr nicht, ein nicht verheiratetes Paar, das ein gemeinsames Kind bekommt, denn es kann ja sein, dass der Mutter des Kindes irgendwas passiert bei der Geburt und sie noch länger im Krankenhaus bleiben muss oder so. Und dann ist es wichtig, dass ihr Vater seid und das auch belegen könnt, damit euer Kind mit euch nach Hause gehen kann. In einer Ehe wird automatisch davon ausgegangen, dass der Vater, also der Ehemann, auch der Vater des Kindes ist. Die durchschnittliche Dauer einer Ehe, habe ich gerade schon gesagt. Die Frage Finanzen im Alltag. Da gibt es verschiedene Varianten. Erstmal, jeder zahlt seins. Ist häufig am Anfang in der Beziehung irgendwie dasjenige welche. Ne? So, mal zahlst du, mal zahl ich, okay, läuft alles. Und dann verflechtet man sich vielleicht immer mehr. Erste gemeinsame Wohnung oder gemeinsame Urlaube oder so. Und dann ist eine gute Variante, finde ich, statt zu sagen, jeder zahlt dasselbe, sagt man, jeder zahlt denselben Anteil seines Gehalts. Also jeder zahlt 70% des Gehalts auf das gemeinsame Konto zum Beispiel. Damit dann eben die Person, die 1.000 Euro bekommt, zahlt 700 Euro. Die Person, die 10.000 Euro bekommt, zahlt 7.000 Euro. Und da merken wir jetzt schon, also ich finde, wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und Kinder mit im Spiel sind, dann wird das unfair. Denn spätestens dann ist nicht mehr jeder seines eigenen Glückes Schmied. Dann haben Väter es viel leichter, Karriere zu machen und das große Gehalt nach Hause zu bringen oder überhaupt ein Gehalt, als Mütter. Das sind strukturelle Dinge. Beziehungsweise, völlig unabhängig vom Geschlecht, ist es häufig so, dass einer eben sich mehr auf den Job konzentriert, mehr Geld nach Hause bringt und der andere sich mehr auf die Familie konzentriert. Aber heißt das denn, dass die Care-Arbeit, die geleistet wird, weniger wert ist, nur weil sie weniger Geld nach Hause bringt? Das heißt, da finde ich, ist das Fairste eigentlich, die echte Gleichberechtigung ist, wenn man nicht sagt, jeder zahlt denselben Betrag oder denselben Anteil, sondern jeder behält denselben Betrag für sich. Und der ganze Rest geht auf das Gemeinschaftskonto. Und das ist hier das, was ich mit dem Taschengeld meine. Jeder behält, also nehmen wir das Beispiel von den 1.000 und den 10.000 Euro, statt zu sagen, jeder zahlt 70%, sagen wir, jeder behält denselben Betrag. Und dann heißt das, dass zum Beispiel jeder 1.000 Euro behält und die 9.000 Euro gehen von den 10.000 Menschen auf das gemeinsame Konto.
Oder man sagt, 1000 Euro reichen nicht. Jeder behält 2000 Euro und dementsprechend 6000 Euro gehen auf das gemeinsame Konto. Und 1000 gehen nochmal von dem Gutverdienenden zu dem weniger gutverdienenden Partner. Denn es ist auch absolut wichtig, dass jeder der beiden ein eigenes Konto hat und einen eigenen Notgroschen. Zum einen schon alleine, um ein Geburtstagsgeschenk kaufen zu können, ohne dass die andere es sofort sieht auf dem gemeinsamen Kontoauszug oder so. Aber eben auch, um nicht diskutieren zu müssen, ob ich jetzt gerade die 10. Handtasche, den super guten Lautsprecher oder den Luxusurlaub will. Ja? Manchmal will ich auch einfach Sachen machen, ohne es irgendwie auch das nur erwähnen zu müssen. Und dafür ist eben dieses Taschengeld sehr gut. Und der Notgroschen ist auch absolut essentiell, völlig unabhängig vom Geschlecht, sollte jeder haben. Und wenn wir jetzt eben sagen, okay, wir zahlen anteilig, dann hat natürlich der 10.000 Euro Mensch, zahlt 7.000 aufs Konto, was ja schon eine Menge Geld ist im Vergleich zu 700, aber der hat 3.000 Euro pro Monat, die er zurücklegen kann. Wohingegen der 1.000 Euro Mensch lebt zwar auf dem Lebensniveau von dem 7.000, kann aber nur 300 Euro im Monat beiseite legen. Das heißt, bis diese Person ihren Notgroschen in Höhe von 10.000 Euro angespart hat, das dauert richtig, richtig lange. Und in der Zeit kann sie eben ihren Partner nicht verlassen und all diese Dinge, die damit dranhängen. Das heißt, da umdenken, statt zu sagen, jeder gibt dasselbe, zu sagen, jeder behält dasselbe. Und der emotionale Aspekt dabei, die auch Verständnis für die unterschiedlichen Rollen und ihre jeweiligen Belastungen zu haben. Also als die vielleicht weniger gut verdienende Partnerin, dieser Zwang, die gute Mutter zu sein, ist ja automatisch, relativ automatisch, eben der Gedanke, okay, du verdienst weniger, also bleibst du zu Hause. Macht Sinn. Was, wenn ich das vielleicht gar nicht will? Und außerdem habe ich dann auch noch deutlich schlechtere Karrierechancen, wenn ich eben in Teilzeit erwerbstätig bin. Aber ich mag meinen Job richtig gerne. Ich würde da gerne mehr Verantwortung übernehmen oder so. Und auch, dass häufig die Entscheidung Kita oder Erwerbstätigkeit nur auf der Basis von meinem Gehalt irgendwie analysiert wird und nicht auf der Basis von dem Gehalt von meinem Mann. Warum denn bitte nicht? Der kann doch genauso gut zu Hause bleiben und berechnen aus, wie viel eben die Kita mehr kostet als sein Gehalt oder so. Und für die besser verdienende Partnerin ist es auch nicht gut. Wie ich am Anfang auch gesagt, dieser Zwang, Ernährerin zu sein, keine Wahlmöglichkeiten zu haben, weil die Karriere ist leider die oberste Priorität, führt auch zu einem enormen Gesundheitsrisiko, nämlich Stress. Und jetzt, naja, sind eben die Aspekte finanzielle Abhängigkeit und finanzielle Verantwortung. Ich hatte eigentlich noch eine weitere Umfrage, fällt mir gerade ein, nämlich die Frage, hast du ein gemeinsames Konto? Genau, mit deiner Partnerin. Ich will gleich auch mal schauen, da ist wieder die Umfrage live. Und während ihr noch antwortet, komme ich einmal noch zum Aspekt Geldanlage für Kinder. Ich versuche das jetzt relativ kurz zu halten, damit wir noch mehr Zeit für Fragen haben. Und es ist auch so, dass vieles von dem nächste Woche dann besprochen wird, weil Geldanlage häufig für Kinder eigentlich damit dieselben Möglichkeiten wie für uns selber. Zuerst aber solltest du dich fragen, für wann möchte ich eigentlich vorsorgen? Also erstmal für mich selber, weil ich weiß, dass meine Kinder, wenn sie Teenies sind oder in der Ausbildung sind, echt teuer werden, damit ich selber dann einen Topf habe, aus dem ich schöpfen kann. Oder eben für meine Kinder, weil ich ihnen gerne zum 18. Geburtstag irgendwie was schenken möchte oder wenn sie die Ausbildung fertig gemacht haben oder keine Ahnung was. Oder einfach für später, für meine Enkel, keine Ahnung was. Alle anderen sind schon abgesichert und ich möchte einfach nur für ganz später vorsorgen. Und gibt es auch irgendwelche Situationen konkret, für die ich vorsorgen möchte, also für meine eigene Krankheit, meinen Tod, Ähnliches. Und da mal ein Blick auf die Kosten, die ein Kind so verursacht. Das heißt natürlich nicht, dass das Kind so viel kosten muss, sondern das durchschnittliche Geld, was Eltern pro Monat oder pro Jahr für ihr Kind ausgeben. Kinder werden immer teurer, je älter sie werden. Die ersten 6 Jahre kommen wir auf 7.000 Euro im Jahr, 6 bis 12 Jahre auf 8.000,
Und dann in den Teenie-Jahren werden sie halt richtig teuer mit Hobbys und Handys und Klamotten und so weiter. Da sind wir bei 9.500 Euro pro Jahr. Das ist hilfreich, das einfach zu wissen, um auch mich vorbereiten zu können, eben wie muss ich mich da dann eigentlich finanziell aufstellen. Das heißt in Summe 150.000 Euro, wobei ich echt finde, das sollte nicht die Entscheidung für oder gegen ein Kind sein. Die meisten Menschen, die ich, also hoffentlich wird das schon irgendwie, auch bei den Finanzen. Im Prinzip haben wir, wie gesagt, dieselben Möglichkeiten wie für Erwachsene. Wir müssen eben planen, Geldanlage, Finanzplanung ist Lebensplanung, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Insbesondere, wenn es um die Ausbildung geht und dein Kind ist noch klein, bieten sich wirklich so Fondssparpläne oder sowas an. Vortrag nächste Woche. Und Geldgeschenke am besten direkt mitnehmen und investieren. Und ein Thema, das häufig gar nicht so gesehen wird, was jetzt nicht für die kleinen Kinder ist, aber so die Teenies dann vielleicht schon. Man kann zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen und die ist deutlich günstiger, wenn wir sie in kleinen, also in jungem Alter abschließen, als in späterem Alter. Und das ist einfach etwas, also ich persönlich finde Berufsunfähigkeitsversicherungen eine sinnvolle Sache, eine sinnvolle Absicherung. Und da kann man mal reinschauen. Und es wird häufig, ist es gar nicht so präsent, dass man das ja machen kann. Generelle Don'ts sind zum Beispiel das klassische Sparbuch, bringt einfach keinerlei Rendite, im Gegenteil eher Kosten. Und da gibt es bessere Möglichkeiten, es sei denn, das Kind ist 16 und du möchtest das Geld für den Führerschein anlegen, dann ist das Sparbuch in Ordnung. Eine Ausbildungsversicherung, auch tendenziell nicht, lieber Finger weg, denn tendenziell sind die Kosten höher als die Rendite oder eben ein Großteil des Gewinns wird aufgefressen durch die Kosten. Und dann ist es sinnvoller, dein Geld eben anders selber zu investieren. Und vor allem sind diese Verträge häufig auch extrem unflexibel. Ich hatte eine alleinerziehende Mutter mal in einem Seminar und die erzählte, dass sie in bestem Glauben mit ihrem Ex-Mann zusammen eine Ausbildungsversicherung für das gemeinsame Kind abgeschlossen hat. Und dann haben sie sich getrennt und er hat neue Familie und sie zahlt jetzt 300 Euro jeden Monat in diese Versicherung für ihr Kind, hat keine Möglichkeit raus, also wenn sie den Vertrag kündigen würde, würde sie alles verlieren, was sie bereits eingezahlt hat. Und das Kind war zu dem Zeitpunkt 9 Jahre alt. Das heißt, das war auch keine wirkliche Option. Aber sie sagte, sie hat momentan keine Kapazität, für irgendjemand anders vorzusorgen, außer für ihr Kind, weil es total unflexibel ist. Also diese Versicherung. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Faktor. Und dann, momentan lohnen sich Bausparverträge eher nicht, weil sie auch wieder zu hohe Kosten haben bei zu geringer Rendite. Die positiven Aspekte, nämlich dass wir niedrige Zinsen bei einer Kreditaufnahme haben, bekommen wir tendenziell ohnehin, auch ohne Bausparvertrag. Und die positiven Aspekte, nämlich die Verzinsung und so weiter, bekommen wir eben nicht. Und Riester ist das Problem, dass es sehr unflexibel ist. Denn wenn dein Kind vielleicht davon träumt, also Riester für dein Kind, vielleicht träumt dein Kind ja davon, die Rente unter Palmen irgendwo zu genießen, dann funktioniert Riester nicht, denn dafür muss man mehr als die Hälfte des Jahres in Deutschland leben. Und solche Sachen, da ist Riester eben sehr unflexibel und meiner Meinung nach eher ungeeignet. Für ein Kind. Für dich selber kann das was anderes sein, weil du deinen eigenen Lebensweg besser planen kannst. Und dann noch die Frage, auf wessen Namen möchte ich denn eigentlich vorsorgen? Also wenn ich jetzt ein Konto eröffne für mein Kind oder ein Depot, sollte das dann auf meinen Namen oder auf den Namen des Kindes gehen? Hat unterschiedliche Vor- und Nachteile. Wenn es auf deinen Namen geht, dann hat dein Kind erst Zugriff auf sein Geld, wenn du es ihm wirklich schenkst. Vor- und Nachteil. Wenn dein Kind mit 18 vielleicht noch nicht so clever ist, also noch nicht so gut im Umgang mit Geld, dann wäre es vielleicht besser, wenn du das Geld noch hättest, bis zum Ende der Ausbildung oder so. Kann aber natürlich auch ein Anreiz sein, mit deinem Kind darüber zu reden und eben wirklich die finanzielle Bildung mitzugeben, damit es mit 18 vernünftig mit dem Geld umgehen kann.
Und wenn es auf deinen Namen geht, dann zählt es zu deinem Vermögen. Das heißt, du musst Steuern zahlen auf das gesamte Vermögen, nicht nur, also kannst den Freibetrag nicht ausnutzen. Und eben, wenn es auf den Namen deines Kindes geht, dann hat es mit 18 Zugriff auf sein Geld. Und du kannst bis dahin auch nicht für dich selber an sein Geld, sondern es ist wirklich, du darfst es nur in seinem Sinne verwalten. Du kannst den Steuerfreibetrag des Kindes natürlich nutzen, aber wenn das Kind zu reich ist, dann hat es gegebenenfalls keinen Anspruch auf BAföG zum Beispiel oder Sozialhilfe. Und wenn es richtig viel Geld hat, dann ist es auch nicht mehr über euch familienkrankenversichert. Dafür muss es aber, muss das Einkommen, also aus Zinsen oder Dividende oder so, mehr als 470 Euro pro Monat sein. Das sind so die Vor- und Nachteile sozusagen, je nachdem, auf welchen Namen das geht. Und damit kommen wir zum Schluss. Die nächsten Termine, nächste Woche Altersvorsorge und Geldanlage und übernächste Woche dann die Absicherung als Selbstständige. Und hier haben wir einfach nur noch mal die Motivation, die skippe ich jetzt einfach mal ganz schnell. Message dieses Bildes ist, lerne dein Geld zu investieren und lass es nicht auf dem Konto liegen. Genauso wie das die Message von diesem Bild ist. Und damit würde ich sagen, kommen wir zur Fragenrunde. Christiane. Ja, vielen Dank, Claudia, auch für diesen heutigen sehr interessanten und auch erkenntnisreichen Vortrag. Und die Fragen, die sind auch schon ganz ordentlich gestellt. Da haben wir auch schon auch eine gute Auswahl, die wir dir stellen können. Aber uns erreichte im Vorfeld schon eine Frage und ich glaube, das treibt auch viele, viele Frauen um, weil es einfach ein wichtiger Punkt ist. Da geht es um das Thema Elternzeit, Mutterschaft, erstes Kind. Und da stellt sich die Frage, dass, wenn du das vielleicht einmal beantworten könntest, wie wirkt sich denn die Elternzeit überhaupt auf meine Rente aus, wenn ich da später dann wieder einsteigen möchte? Genau, das war eine Frage, die im Vorfeld kam. Dafür ist es wichtig, zumindest grob zu verstehen, wie die Rente oder wie die Rente sich zusammensetzt. Vielleicht müssen wir das gar nicht so im Detail besprechen. Es ist so, dass wir für jedes Jahr, dass wir oder für jeden Monat, den wir ein Gehalt bekommen, wenn wir sozialversicherungspflichtig angestellt sind, zahlen wir in die Rentenkasse ein. Und zwar immer je nachdem, also im Verhältnis zum Durchschnittsgehalt. Daran bemessen sich unsere Entgeltpunkte. Wenn wir das Durchschnittsgehalt momentan liegt bei 40.500 Euro, das heißt, wenn ich 20.000 Euro bekomme, dann zahle ich sozusagen einen halben Rentenpunkt für das Jahr. Das ist brutto pro Jahr. Und wenn ich 80.000 Euro verdiene, dann bekomme ich zwei Rentenpunkte. Mehr als zwei kann ich nicht bekommen. Also selbst wenn ich 200.000 Euro bekomme, bekomme ich nur zwei Rentenpunkte. Aber danach berechnet sich das halt. Dann ist auch klar, weshalb Teilzeiterwerbstätigkeit so häufig in der niedrigeren Rente resultiert. Denn die meisten von uns, wenn sie in Teilzeit erwerbstätig sind, kommen eben nicht auf diese 40.000 Euro. Und dann sind noch so ein paar andere Faktoren mit dabei. Wann willst du in Rente gehen und so weiter? Das lasse ich jetzt gerade mal einfach außen vor. Wenn du 40 Jahre lang jedes Jahr, also oder insgesamt 40 Jahre, das Durchschnittsgehalt eingezahlt hast und ganz normal mit 67, also mit dem regulären Renteneintrittsalter in Rente gehst, dann bekommst du momentan 1.367 Euro brutto. Da kannst du jetzt einfach mal ausrechnen, wie viele Jahre gehen dir vielleicht irgendwie verloren oder nicht und wie viele Jahre zahlst du mehr oder weniger, bekommst du mehr oder weniger Gehalt als das. Für Kinder ist es so, dass wir pro Kind einen Punkt, oder also pro Elternzeit bekommen wir einen Punkt, also pro Jahr Elternzeit einen Punkt angerechnet. Das heißt, wenn du vorher 80.000 verdient hast, dann verlierst du natürlich einen Punkt, weil du eben nur einen Punkt bekommst. Wenn du vorher 30.000 verdient hast, dann profitierst du, weil du mehr Punkte bekommst. Genau. Und so rechnet sich das. Standardmäßig werden die der Mutter gut geschrieben. Wenn es dem Vater gut geschrieben werden soll, dann muss man das extra beantragen. Und alles muss man beantragen. Wie so häufig. Ja, genau. Vielen Dank. Dann würden wir direkt mit der ersten Frage starten. Es kommt aus dem Chat und zwar eine Teilnehmerin fragt sich,
zum Thema Steueraufteilung 3.5 und 4.4. Kann man das vielleicht irgendwie so eine Richtlinie geben? Wie viel soll das Gefälle sein? Kann man sich da orientieren? Was wählt man tatsächlich dann oder was wählen wir dann? Ja, unbedingt. Also wie gesagt, das ist keine Steuerersparnis, sondern nur eine Verschiebung des Zeitpunkts, wann ihr die Steuern zahlt. Und das lohnt sich, wenn ihr, also ab einem Gefälle von, ich meine, ungefähr 50%. Also wenn einer zum Beispiel 30.000 verdient und der andere 60.000. Die genauen Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr und ich bin auch keine Steuerberaterin. Das heißt, da auf jeden Fall nochmal selber recherchieren oder euch beraten lassen. Aber da gibt es auch sehr gute Steuerrechner wirklich. Auf der Seite, oder also einfach mal googeln nach Steuerklassenrechner, dann da findet man sehr leicht raus, eben was die Steuerersparnis ist, beziehungsweise eben die im Hier und Jetzt Ersparnis. Genau, da kann man dann einfach seine Werte eingeben und da kann man auch fiktive Werte eingeben und sagen, okay, für den Fall, wenn das jetzt so wäre, wie verändert es sich dann? Also muss ja nicht die echten Werte sein. Dann einfach mal austesten. Okay, gut. Dann vielen Dank. Eine weitere Frage erreicht uns. Und zwar wollte gern eine Dame wissen, Moment, wo habe ich jetzt? Sekunde, jetzt ist es verrutscht. Ob du nochmal genauer diese erklären kannst, was es mit der Risikolebensversicherung gegenüber der Kapitallebensversicherung auf sich hat. Die Risikolebensversicherung ist für den Fall, dass einem von euch was passiert. Das heißt, eben wenn einer von euch stirbt oder so, dann damit der andere abgesichert ist. Und die kapitalbildende Lebensversicherung war sozusagen daran gekoppelt, auch eine Form der Geldanlage, also dass eben auf jeden Fall dann am Ende ein Betrag ausgezahlt wird. Je nachdem, wie die Absicherung ist, also gibt es das auch heute noch, aber tendenziell zahlt ihr dann mehr, um am Ende diesen Betrag ausgezahlt zu bekommen. Wohingegen eben bei der Risikolebensversicherung ist nur das Risiko abgesichert und es gibt nicht diese Kapitalbildung mit dabei. Das heißt, falls ihr überlebt, dann kriegt ihr nichts. Aber das ist ja eigentlich der Wunsch, das Wunschszenario und dafür ist der Beitrag auch niedriger und die Differenz könnt ihr dann eben investieren und da selber mehr Rendite erwirtschaften. Generell ist es ganz häufig so, dass so gekoppelte Verträge eher, also sollte man noch mal mit dran schauen, also noch mal reinschauen, ob die sich wirklich lohnen. Mir fällt jetzt gerade kein gutes weiteres Beispiel ein, aber also darauf achten, weil der Name so ähnlich ist, es ist auch im Prinzip ein ähnliches Produkt, aber momentan alles, was uns eine sichere Rendite verspricht, ein sicheres irgendwie finanzielles Ergebnis am Schluss, kommt immer mit hohen Kosten und dadurch mit niedriger Rendite einher. Und momentan ist eben generell die Rendite so niedrig oder sind die Zinsen so niedrig, dass wir Kosten vermeiden müssen, soweit es irgendwie geht. Das war helfen. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Eine weitere Frage erreicht uns von unserer Teilnehmerin, und zwar geht es da um die unverheirateten Paare. Und sie fragt sich, ob es denn per se bedeutet, dadurch einen finanziellen Nachteil zu haben. Da kommt jetzt sehr drauf an, wovon, also welcher Teil. Es ist so, dass finanziell gesehen zum Beispiel verheiratete Frauen noch mal schlechter dastehen als nicht verheiratete Frauen. Was primär daran liegt, dass die nicht verheirateten Frauen wissen, dass sie nicht abgesichert sind und deswegen eben eher selber aktiv sind. Aber es ist tatsächlich so, als nicht verheiratete Frau bist du nur vielleicht die Mutter des gemeinsamen Kindes, aber nicht, hast keinerlei Anrechte als Partnerin. Und das ist ein Problem. Also ja, in den meisten Fällen sind die nicht verheirateten Partnerinnen schlechter gestellt als die Verheirateten.
weshalb auch zum Beispiel Helma Sick, die Grand Dame der Frauenfinanzberaterinnen, würde ich mal sagen, sagt immer ganz klar, im Ehevertrag, also nicht im Ehevertrag, sondern im Gesetz über die Ehe, ja, was ist eine Ehe, steht nichts von Emotionen. Das ist ein Vertrag. Und ganz viele dieser Sachen könnt ihr auch irgendwie anders, also vertraglich regeln. Aber ihr müsst dann eben ganz viele andere Verträge schließen. Und beispielsweise die Absicherung ist etwas, was man in einem Vertrag festhalten kann. Also, dass ihr unterhaltspflichtig füreinander seid. Oder dass ihr eben euch das Wohnrecht einräumt. Oder dass ihr die Rentenpunkte teilt, alle bis zum Schluss und nicht nur die während der gemeinsamen Zeit oder so. Das kann man alles schriftlich festhalten. Was man nicht schriftlich festhalten kann, ist die Steuerlast beim Erbe. Alles andere kann man schriftlich festhalten, muss man aber, wie gesagt, wenn man nicht verheiratet ist, also da muss man es schriftlich festhalten. Als Verheiratete gibt es verschiedene Sachen, die schon automatisch festgelegt sind. Okay, dann wollen wir gleich bei dem Thema Ehevertrag nochmal einhaken. Da erreicht uns nämlich auch direkt eine Frage, kann denn der Ehevertrag auch nachträglich, also nach der Hochzeit aufgesetzt werden oder muss er zwingend davor geschlossen werden? Nein, unbedingt jederzeit, auch wenn ihr 67 seid oder 89. Den Ehevertrag kann man jederzeit aufsetzen. Und der, also wie gesagt, beim Notar aufsetzen lassen und oder vom Notar. Und gegebenenfalls, falls ihr nochmal irgendwie detailliertere Beratung wollt, wäre dann ein Anwalt die richtige Person für diese detaillierte Beratung. Der Notar darf normalerweise nur ausführen. Er gibt euch dann durchaus auch ein paar Tipps und so, aber der darf eigentlich nur am Ende dann unterschreiben. Wohingegen eben die Beratung, wie man das am besten aufsetzt und so weiter, kann von einem Anwalt kommen. Und auch da kann man vieles schon selber recherchieren und vorbereiten, einfach um die Stunden zu reduzieren, die man dann ja dem Anwalt auch das Honorar zahlen muss. Bei der Notar zum Beispiel, die Notarkosten belaufen sich auf das dann sozusagen auf das Vermögen auch, was da diskutiert wird. Und also danach anteilig wird das dann werden die Honorarkosten berechnet. Das heißt, wenn ihr nicht so viel Geld habt, nicht so viel Vermögen, dass es geht und euch dieser Gang irgendwie schwerfällt, dann müsst ihr aber eben auch weniger zahlen an den Notar. Und es ist nicht so schmerzhaft, vor allem, wenn ihr das vergleicht mit den Kosten des Rosenkriegs, die ihr gegebenenfalls später habt. Und es ist einfach immer wieder schockierend, zu was Menschen fähig sind, was wir ihnen nie zugetraut hätten. Sonst hätten wir sie ja im Zweifelsfall nicht verheiratet oder wären nicht so lange mit ihnen zusammen gewesen. Aber in einer Trennung überraschen uns unsere Partnerinnen oder auch wir uns selber manchmal dann eben doch. Und da ist es hilfreich, wenn man das alles einfach vorher schon aussortiert hat, aussondiert hat und man sich dann irgendwie auf die wichtigen Dinge konzentrieren kann, die auch, also ich meine, ne, emotional ist man sowieso dann in Scherben, dann ist es doch gut, wenn man das ganze Finanzthema schon vorher mal besprochen hat. Und da fällt mir jetzt einmal noch eine kleine Ergänzungsfrage noch ein, die steht jetzt nicht im Chat, aber eine Frage jetzt zu den Kosten, wenn man das bei dem Notar machen soll, ist es wichtig, das zum Notar zu bringen? Oder kann man auch im Prinzip einen privatrechtlichen Vertrag aufsetzen, dass man das so untereinander schriftlich fixiert? Ist das auch gültig? Nee, also du kannst es natürlich festhalten und das ist schon mal viel wert, aber vor Gericht, also es ist dann nicht gerichtlich anfechtbar oder also nicht vor Gericht stand. Also es muss dann der Notar aufsetzen und auch für genehmigen, für gültig genau. Erklären. Und genau. Sonst kann halt immer einer sagen, nee, das war ich nicht. Das hast du gefälscht, hast meine Unterschrift gefälscht oder so. Und dann kann der Richter das, also dann gilt es nicht. Gilt es nicht dann. Okay, gut. Und dann noch eine weitere Frage, die uns erreicht, auch wieder auf Bezug auf Ehe. In welchem Fall haftet man in der Ehe für die Schulden, die der Partner macht? Spielt es dabei eine Rolle, ob man gemeinsame und oder verschiedene Konten hat? Und kann man dies auch ehevertraglich regeln? Also tatsächlich, wenn ihr, also du haftest nicht für die Schulden deiner Partnerin oder deines Partners. Es sei denn, du wusstest davon und hast, also du hast ihn sozusagen aktiv
dazu gedrängt, irgendwas einzugehen, was er nicht zurückzahlen kann. Und das heißt, bei gemeinsamen Konten, wenn es dann darum geht, dass irgendwie ständig der Dispo überzogen wird oder Spielschulden oder so, oder generell bei gemeinsamen Konten, ist es natürlich viel schwieriger zu argumentieren, dass du nichts, dass du das nicht wolltest oder so. Bei getrennten Konten ist es dann leichter zu sagen, irgendwie so, ich wusste das nicht oder ich wollte das nicht. Also das war, hat er alleine abgeschlossen und nicht wir gemeinsam. Das ist sozusagen die primäre Unterscheidung. Und genau, beantwortet das schon die Fragen? Ja, ich denke schon. Ja, ich denke schon. Aber also das ist ganz wichtig nochmal, sorry, auch in einer Ehe haftet ihr nicht automatisch für alle Schulden eurer Partnerin oder eures Partners. Es ist Eigenverantwortung. Um das nochmal deutlich zu sagen. Vielen Dank, das ist gut. Eine weitere Frage erreicht uns, welches Modell gibt es denn, wenn beide Partner zu gleichen Teilen die Kinderversorgung auch dem Beruf nachgehen wollen, je nach Alter der Kinder, oder ist das gleich? Also sollte man das dann verändern mit dem Alter der Kinder oder ist es durchgängig dann zu empfehlen? Die Verantwortung für die Kinder verändern oder die finanzielle Situation? Ich denke, die finanzielle Situation, also das Modell, das man dann fährt am besten, ne, mit der Versorgung oder Berufstätigkeit, genau. Ja. Also die finanzielle, meistens ist es ja so, je älter wir werden, umso mehr Geld verdienen wir. Das heißt, tendenziell ist es sozusagen später eine größere Lücke, wenn wir dann in Teilzeit gehen. Andererseits werden früh die Karriereweichen gestellt, die wir dann hinterher kaum noch korrigieren können. Es ist sehr schwierig, da nachzuholen. Das heißt, wenn das, also es muss ja immer ein Kompromiss sein, mit dem sich alle Beteiligten irgendwie wohlfühlen. Und dann ist es ein konstanter Tanz, da irgendwie das Gleichgewicht zu finden. Und ich sehe es in meinem direkten Umfeld. Da sind Menschen, die eben wirklich beide sind in Teilzeit erwerbstätig, irgendwie, ich weiß nicht, 70-80% oder so. Und das macht es nicht unbedingt einfacher, macht es nicht konfliktfreier als das Modell, wo irgendwie einer 100% erwerbstätig ist und der andere in weniger Teilzeit. Aber was die Finanzen betrifft, sind die komplett gleichberechtigt. Und das ist eben der Vorteil. Und auch dann kann man natürlich das Dreikontenmodell einfach fahren. Jeder mit eigenem Notgroschen, jeder mit eigenem Depot auch. Gerne dann auch gemeinsamer Notgroschen und gemeinsames Depot für Kinder und gemeinsame Wohnung und so. Und dann einfach sagen, okay, cool, irgendwie in der Zeit, in der du vielleicht gerade in Elternzeit bist, übernehme ich den größeren Teil des Gemeinschaftsgeldes. In der Zeit, in der ich in Elternzeit bin, übernimmst du den größeren Teil und so. Und dann wechselt man das einfach ab. Und das ist das Schöne, es gibt auch diese Funktion einfach im Online-Banking. Da kann man einstellen, alles bis auf einen gewissen Betrag überweisen auf das gemeinsame Konto. Und dann ist egal, ob da jetzt gerade irgendwie 1.600 Euro reinkommen oder 800. Alles bis auf 500 Euro geht aufs gemeinsame Konto. Und die 500 Euro behalte ich für mich. Guter Plan. Dankeschön. Eine ganz besonders spezielle Frage erreicht uns, aber ich finde sie sehr interessant. Vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen. Du hattest in deinem Vortrag angesprochen, Beziehungen mit unterschiedlichen, wie sagt man, eben Staatsangehörigkeiten, Länderzugehörigkeiten. Und da fragt eine Teilnehmerin, wie kann man sich hier am besten beraten lassen oder vielleicht, wo gibt es da eine beratende Stelle, wer bietet so etwas an? Und das konkrete Beispiel, was sie nennt, deutsch-iranischer Ehemann. Und die iranische Staatsangehörigkeit ist wohl fix, sie kann nicht abgelegt werden. Und welches Recht gilt hier im Fall einer Scheidung? Ja, gute Knifflig. Frage. Knifflig, ja, genau. Knifflige Frage, finde ich, ja. Und tatsächlich weiß ich es nicht ganz genau. Also ein paar Sachen kann man jeweils bei der Botschaft tatsächlich auch rausfinden. Wer sozusagen dann
seine Position bei der iranischen Botschaft. Was ist da die Rechtslage? Und für dich. Müsste ich schauen. Also es gibt so diverse so Familienberatungsstellen. Wahrscheinlich haben die auch was in die Richtung, aber das weiß ich nicht genau. Dass, wenn da Interesse besteht, schreib mir einfach, also du liebe Fragenstellerin, schreib mir eine E-Mail. Dann suche ich da nochmal ein bisschen, ob ich da Informationsquellen finde. Ich habe so diverse Sachen vor Augen, aber ich habe sie jetzt nicht genug vor Augen, um den Namen zu wissen. Genau. Das ist doch eine gute Idee. Sehr gut. Vielen Dank. Ja, wir haben jetzt hier schon wieder in Anbetracht der Tatsache, dass es ja schon wieder nach 9:30 vorgerückte Zeit ist. Wir haben ganz tolle Fragen bekommen und könnten noch weitermachen. Ich würde gerne die Fragerunde schließen mit einer Abschlussfrage, die eine Teilnehmerin stellt. Und zwar einfach die Frage, stehen diese Inhalte, diese Vorträge auch in einem deiner Bücher? Kannst du da was sagen? Ja, also auf jeden Fall angerissen, sozusagen, sind die in dem Buch Finanzen, Freiheit, Vorsorge und vertieft auch in meinem Online-Kurs. Also ich habe diese Online-Kurs, also den Online-Angebot, wo du einzelne Bausteine buchen kannst. Einfach nur das, was du wirklich selber brauchst, nicht das Gesamtpaket. Also kannst natürlich auch gerne das Gesamtpaket buchen, aber und zum Beispiel, also es gibt das Thema Geld und Liebe und es gibt das Thema Vorsorge für Kinder als einzelne Bausteine. Da ist es nochmal tiefer und im Buch kommt es aber auch vor. Also die Frage ist einfach, wie du lieber lernst, ob du lieber liest oder lieber Videos konsumierst. Prima, vielen Dank. Ja, dann sage ich nochmal herzlichen Dank erstmal an Claudia Müller für diesen wirklich auch wieder spannenden Vortrag und denke auch, da hat der ein oder andere Erkenntnis dann doch jetzt auch gewirkt. Ich bedanke mich für euch draußen, Teilnehmerinnen, Teilnehmer, Interessierte an den Bildschirmen, für das Interesse, auch heute Abend nochmal dabei zu sein, auch ganz besonders am heutigen Weltfrauentag. Ich freue mich schon jetzt auf die nächsten Veranstaltungen, die wir am nächsten Montag und in 14 Tagen mit weiteren spannenden Themen fortführen möchten. Vielen Vielen Dank Dank. und hab noch einen schönen Abend. Genau, den wünsche ich euch auch. Tschüss.